Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeigen wir euch ein Auffüllen und ein Ombre-Effekt mit Gelb, mit dem sonnigen Gelb und natürlich Chrompigmente. Hier siehst du, wie wir die alte Modellage abtragen. Also wir haben hier ein Metallbit und haben hier die Geschwindigkeit bei 25.000 bis 30.000 Umdrehungen. Wir haben hier genug Produkt und deswegen können wir wirklich ein bisschen mehr Druck ausüben, obwohl hier siehst du, dass die Nägel nach unten wachsen und hier müssen wir so aufbauen, dass wir den Nagel wieder gerade machen. Also wir feilen nicht viel an der Spitze, wir lassen das Material und dann bauen wir etwas auf und fräsen lieber von unten, damit die Nägel wieder gerade sind. Jetzt machen wir die Form etwas. Wie du siehst, die weiße Spitze ist noch geblieben, weil wir wollen von oben aufbauen und von unten dann abfräsen, damit das wieder der Nagel gerade steht. Und das ist dann so, wie ein New Style Nagel aussieht. Wir machen hier mit dem Diamant Bit eine Maniküre. Also wir schieben die Nagelhaut, wir gehen dann etwas unter die Nagelhaut, aber das tut überhaupt nicht weh, das ist überhaupt nicht gefährlich. Mit diesen Fräsern können wir das wirklich super Naturnagel vorbereiten, damit wir kein Lifting haben und damit die Kundin auch diese überflüssige Nagelhaut nicht mehr hat. Also wie du siehst, hier mit dem Diamantkugel, Diamantschleiferkugel, machen wir dann die abgehornte, abgetrocknete Nagelhaut einfach weg. Da siehst du, wir halten das genau richtig, aber ohne Schulung würde ich das nicht empfehlen. Deswegen bucht lieber eine Schulung bei unserer Nageldesignerin und dann kannst du diese Technik auch. Die Geschwindigkeit hier ist zwischen 9.000 bis 12.000, aber das geht natürlich, was du für einen Fräser hast. Die haben zwar alle 35.000, aber die Leistung ist trotzdem enorm unterschiedlich. Mit Base Coat von unserer Shellac-Serie haben wir dann das als Basisschicht benutzt, also eine ganz dünne Schicht, weil wir nehmen dann ein Camouflage-Gel in Milky Rose. Deswegen brauchen wir einen Untergrund mit einer durchsichtigen Mischung. Also hier nehmen wir dann unser Milky Rose aus der Biosoft-Serie. Das sind Gummigele, das sind Rubber-Base-Gele. Und dann machen wir eine dünne Kontaktschicht, härten diese aber nicht aus. Das kommt so dünn auf den Nagel. Also Basis hatten wir schon und weil das schon ein bisschen farbig ist, müssen wir schon darunter eine durchsichtige Schicht auftragen. Und dann mit demselben Pinsel vom Shellac, du kannst auch einen Gelpinsel nehmen, aber wir haben hier diese Pinsel mit der Kappe, also die sind irgendwie einfacher aufzutragen. Dann haben wir das ausgehärtet und jetzt schleifen wir das etwas an und dann nehmen wir Gelb, einen Tropfen Gelb und dann mit der Tupftechnik, anderes Video von uns, haben wir damit weiß gemacht und jetzt zeigen wir euch, dass das auch mit den anderen Farben geht. Du musst vorsichtig von unten bis zur Mitte dann antupfen. Einmal, dann kannst du aushärten. Deswegen muss das matt sein, damit das besser haftet. Siehst du, da haben wir ein bisschen die Fingerkuppe gelb gemacht. Dann wird das mit dem Korrektur direkt abgewischt. Sonst, wenn die Farbe hart wird, dann ist das schwer von der Fingerkuppe oder von dem Nagel abzuwischen. Deswegen vor dem Aushärten direkt entfernen und dann kommt die zweite Schicht und wird ausgehärtet. Kannst du alle Farben nehmen, wie du möchtest und Nude. Du kannst auch andere Farbe für das Nagelbett nehmen, also du kannst hier zwei, drei Farben miteinander kombinieren. Dann versiegeln wir das Ganze mit dem Speedshine. Aushärten und dann für den Wow-Effekt noch mehr glänzende Nägel nehmen wir dann einfach unseren Pigment. Und wir machen nur einen Verlauf jetzt zum Gelb. Also wir haben nicht den ganzen Nagellack jetzt mit Chrom überzogen, sondern nur das Nagelbett. Alle Produkte werden über dem Video verlinkt und wir freuen uns auf eure Kommentare und nicht vergessen, das zu liken und zu teilen. Viel Spaß beim eventuellen Nacharbeiten und bis bald!